So Leute, willkommen zurück zum zweiten Teil von der Hohen Mauer von Lothric. Ich habe mich jetzt schon hier teleportiert. Oh ja, der Drache ist noch da. Das sehe ich auch selten. Das habe ich wirklich vergessen. Okay, egal. Wir machen jetzt erstmal weiter. Wir machen den kompletten Rundgang durch und danach killen wir den Drachen und holen uns das Item oder die Items, die da liegen. Eins ist sehr nützlich für mich. Eins von den Items. So, wenn ihr jetzt hier runterkommt, seht ihr nochmal den Lothric-Ritter rauslaufen. Ihr könnt ihn hinterher und ihn nochmal killen, wenn ihr unbedingt wollt. Aber das kann, darauf kann ich auch verzichten. Das ist okay. Ey, lass den Scheiß. Oh. So. Wie ihr seht, machen wir jetzt Dunkelschaden. Das sieht man schon an diesen komischen Dingern um ihn rum, um den Gegner rum, wenn wir ihn treffen. Das macht allerdings auch nicht so viel mehr Schaden, also... Au. Okay, wir machen 90 pro Treffer. 91. Ich würde es jetzt gerne an dir ausprobieren. Das sind diese kleinen Meuchler-Wichser. Die sind gefährlich. Darunter können wir, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir gehen jetzt hier raus. Ich probiere jetzt gleich was, was mehr Schaden macht, ne? Moment, hier ist erstmal ein Item, bevor wir weitergehen. Jetzt eine Seele. Sehr schön. Da sind zwei von den Bettlern. Und da ist so ein Penner, der hochgekraxelt kommt. Normalerweise kill ich den, bevor er oben ist. Weil, ja, normal kill ich den hier, während er hochklettert. Oh. Genau so. Der Tritt war unabsichtlich. Okay, jetzt würde ich gerne was ausprobieren. Bei euch zwei Pennern. Ich würde gerne nur einen treffen. Krieg ich das hin? Okay, 94 Schaden. Die Reichweite ist geringer. 80 Schaden. Okay, also es macht schon ein bisschen was aus. Aber wie ihr seht, so viel mehr Schaden macht die nicht, wie sie machen sollte. Also sie sollte 192 Schaden insgesamt machen, die hier 118. Hatte ich vorhin irgendwie 121 gemacht? Komisch. Okay, egal. Was wir jetzt für ein Problem haben, ist, dass... Ja, ist dort vorne, wartet dort vorne auf uns. Bin hier schon unzählige Male verreckt. Werdet gleich sehen, was ich meine. Gibt allerdings verschiedene Strategien, den leichter zu killen, aber ich mache es hier immer 1 gegen 1. Ah, CR-Feind, ja, das ist richtig. Hier sterben viele Leute. So, ich gehe hier hin. Brandbombe. Ja, die Brandbomben sind hier sehr nützlich. Die könnte man ja einsetzen, wenn man möchte. Na jo. Okay, der ist es. Okay, verwandle dich halt nicht. Oh, fuck. Ich mach tatsächlich... Ich hab schon befürchtet, dass ich weniger Schaden mache, weil Dunkelschaden dem wahrscheinlich weniger ausmacht. Das ist richtig. Dunkelschaden macht dem viel weniger aus. Ich bin ja auch schon gerne runtergefallen. Ich glaube, mein erster Tod in meinem neuen Run war hier durch runterlaufen, weil ich versucht habe, dem Vieh auszuweichen. Oder ich glaube, da war er schon tot. Nee, da war er nicht tot. Das wäre peinlich. Au! Ja, der ist gefährlich und die Waffe, die ich habe, ist falsch. Ich hätte meine andere auf Quick Switch haben sollen. Das mache ich jetzt kurz. Wechsel und wechsel und ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht! Ich sehe ihn nicht! Okay, da mache ich schon mehr Schaden. Krieg aber gerade voll auf die Fresse. Was ein Problem ist. Aber wie ihr wisst, man sollte ihn wenigstens einmal killen, um die Items zu kriegen. Danach kann man ihm auch gerne ausweichen. Oh Gott. Und wie gesagt, Dunkel macht keinen Schaden gegen den. Also... Au. Mann, oh. Also nicht auszusehen, wie ich die abgründige Streitachse... Nee, ich wollte dran vorbeirollen. Okay. Was? Hier. Ich komm hier niemals. Nee, das schaffe ich nicht. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Alter, du scheiß Vieh. Okay, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Einmal den Death-Counter nicht hochbringen, sondern ganz gemütlich zurücklaufen und bitte nirgends runterstolpern und sterben durch Faltschaden. Das wäre jetzt dezent peinlich. Okay. Wir gehen... Hilfe. Wir gehen einfach nochmal zum Leuchtfeuer. Setzen wir uns hin. Ganz gemütlich. Nichts ist passiert. Okay. Wie ihr seht, ihr habt da drei Brandbomben geschenkt bekommen. Die sind wahrscheinlich exklusiv für dieses Feeder platziert worden. Ich kann es auch mal mit Brandbomben versuchen. Also, aua. Ich meine, wozu habe ich die denn bekommen? Drei Stück habe ich bekommen, damit ich den gekillt kriege. Dann werde ich eben maximal drei auch verwenden. Wahrscheinlich werde ich einen verwenden. Ich habe zu viel Stolz, als dass ich... ich habe zu viel Stolz, als dass ich meine ganzen Brandbomben da einsetze gegen ein so ein dummes Vieh.
Vielleicht brauche ich die ja irgendwann. Tue ich aber nicht, weil ich es eh nicht benutzen werde. So, du fällst wieder runter. Bleibst gerade mal weg. Der kommt hier hochgekrabbelt. Fällt wieder runter. Kommt der eigentlich wieder hoch oder bleibt der unten? Ja, der bleibt jetzt unten, weil er nicht mehr weiß, wie die Leiter funktioniert. So, wir haben 19 Brandbomben. Man braucht die halt... Oh. No. Man braucht die halt echt nur für diese Viecher. Und das ist eins der wenigen Viecher von denen überhaupt im Spiel. Also eigentlich sollte man die hier halt einsetzen. Werde ich auch gleich tun. Nicht zu früh einsetzen, erst wenn er sich verwandelt hat. Ansonsten killt ihr ihn und er ist dann, gibt euch dann nichts, weil er nur als Bettler gestorben, als Beta gestorben ist hier. So als dummes Vieh. Hallo. Und wie ihr seht, er zuckt jetzt. Jetzt habt ihr eine Menge Zeit, den zu verfreshen, bis er angreift. Also das sind schon mal eine Menge Schadenspunkte. Ihr könnt da kurz mal sein Leben halbieren mit einer so einer Brandbombe. Dachte, er wäre schon tot. Wie gesagt, drei habt ihr bekommen, zwei habe ich geworfen, das reicht. Nochmal kleine Titanitscher beim Blut, die bekommt ihr sonst nicht. Und ein gerades Bruchschwert von dir. Und dann wechseln wir jetzt wieder die Waffe weg, die brauchen wir nicht mehr. So, lebt da noch einer von den Betenden? Oh, tatsächlich. Du hast ja Glück gehabt, oder auch nicht. Okay, wir haben ihn erledigt. Ich bin nicht gestorben, by the way, fällt mir gerade so ein. Jetzt müssten wir eigentlich hier gleich was hören. Das Vieh, da hört man nämlich normalerweise. Das ist ein Crystal Lizard. Kein großer Crystal Lizard, sondern ein normaler. Das sind die normalen Crystal Lizards. Wenn man die killt, die versuchen zu fliehen. Oh, wir hatten schon einen, stimmt. Wir hatten schon einen am Feuerband schreien. Die versuchen zu fliehen, ihr versucht sie zu killen. Passt auf, dass sie nicht irgendwo hinrennen, wo ihr sie nicht mehr kriegen könnt. Deshalb habe ich ihn jetzt in die andere Richtung geleitet. Fuck. Und wenn sie zu weit gekommen sind, fangen sie an, sich einzubuddeln. Und dann müsst ihr echt schnell sein. Wenn ihr eine schwere Waffe habt, sowas wie ein Hammer oder so, dann fallen sie auch auf den Rücken und kommen erstmal nicht weg. Dann könnt ihr weiterschlagen. Abkürzung voraus, nein, das ist keine gute Idee, tut das nicht. Okay, jetzt ein wichtiges Thema. Moment. Da drüben ist übrigens noch der Drache, sehe ich gerade. Das ist witzig, den auch noch am Leben zu sehen. Das mache ich normalerweise nicht. Normal verschwende ich da voll viel Ressourcen und kill den viel zu früh. Das ist... Na egal. Das ist eigentlich viel besser, so wie ich es jetzt mache. Habe ich mal meine Strategie ein bisschen geändert, das ist sich auch gelohnt. So, und zwar hier. Wenn ihr hier rüber aufs Dach springt, ich werde es jetzt nicht unbedingt, also hier da, auf das Dach. Das da vorne, das da, direkt vor euch. Ich werde es jetzt nicht unbedingt zeigen, weil ich brauche den Sprung jetzt nicht machen. Aber wenn ihr es tut, kriegt ihr einen Ring plus 1, wenn ihr im New Game Plus seid. Ich mache es einfach. Und hepp. Ah, hat funktioniert, okay. Das ist der Sprung, den ihr machen müsst. Dann bekommt ihr hier irgendwo einen Ring. Ja, irgendwo hier in der Ecke oder dort in der Ecke. Wird dann da sein. Ring plus 1 für 100% Ringe. Und danach verliert ihr ein bisschen Leben, weil ihr runterspringen müsst. So, aua. Aber immerhin trifft der Arsch euch nicht. Der ist nämlich sonst ein bisschen gefährlich. So wie der Penner. Dann kommen hier noch zwei Ärsche, da müsst ihr aufpassen. Am besten gleich abrollen, das hat nicht funktioniert. Ich habe beinahe die Brandbombe geworfen beim Versuch mich zu heilen. Das wäre Verschwendung gewesen. Das war klar, dass der mich trotzdem trifft. Weil ich dumm bin. Naja, was schlecht bin. Okay. Ich bin aber recht froh, dass wir jetzt mal eine andere Waffe haben. Auch das ist zwar jetzt nicht meine beliebteste Waffe, weil Dunkelschaden, also da ist fast niemand schwach gegen. Hier. Egal. Wir haben jetzt die gekillt. Es geht jetzt da eine Leiter runter. Da wollen wir aber noch nicht lang. Wir gehen erst diesen Weg entlang. Und zwar hier rein. Und dann gehen wir hier rein. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wo habe ich jetzt Seelen herbekommen? Der da ist auch gefährlich, den lassen wir erstmal noch in Ruhe. Ich sprinte kurz hier rum, damit der mich nicht trifft. Und dann halt den Platt. Oh! Okay, das war nicht unbedingt meine Absicht. Aber der ist ein Aufwecker, der hat jetzt aber niemanden aufgeweckt. So, den da will ich noch nicht bekämpfen. Dann mache ich erst den Rest hier platt, weil der ist kein einfacher Gegner. Hier ist noch ein Gegner versteckt. Den wollt ihr bitte töten, denn der hat ein Item neben sich. Und zwar dieses, ja, Untotenjäger-Amulett, das ich angesprochen habe. Damit könnt ihr die Mimics einschläfern, dann gähnen die kurz, dann könnt ihr das Item rausholen und dann könnt ihr sie immer noch killen oder auch nicht, wie ihr wollt. Falls ihr, oh Gott, falls ihr das Untotenjäger-Amulett benutzt,
könnt ihr anfangen, auf die einzuschlagen. Und sie wehren sich erstmal nicht, sondern sie gähnen, klappen sich wieder zusammen und erst dann stehen sie irgendwann auf. Also da habt ihr mega viele Schläge Zeit, den zu killen. Da oben ist übrigens ein Item, aber das bekommen wir von woanders. Da habt ihr mega viele Schläge Zeit, den Mimik zu killen, falls euch der normale Kampf zu hart ist. Kann schon mal vorkommen, die sind kein leichter Gegner. So, jetzt hoffe ich, dass meine... Dass meine Dunkelwaffe gegen den was ausrichtet, wollte ich sagen. Aber der hat so... Hilfe! Der schlägt voll gut zu. Okay, wir treffen uns gegenseitig nicht. Ich schlag auf den Riesenschild. Ich mag sein Riesenschild nicht. Au! Okay, ich habe nicht untertrieben, weil ich gesagt habe, der ist ein harter Gegner. Der ist ein richtiges Arschloch. Oh, ich krieg nicht mal Poise Break hin mit dem Ding. Okay, jetzt. So, weg mit deinem Schild, weg mit deinem Kopf. Puh, okay. So. Als nächstes müssen wir hier lang. Hier ist noch ein Weg. Truhe voraus, deshalb Rollen wird benötigt, ja. Diesen Kommentar habe ich auch schon gemacht. Und hier ist ein Arschloch. Lasst euch dann nicht von dem erwischen. Okay, hier hat es einen Geheimweg. Den wollen wir nehmen. Das ist jetzt der... Also es gibt mehrere Möglichkeiten, in den Raum zu kommen. Das hier ist zwar der gefährlichere Weg, aber dafür kriegen wir die Items jetzt schon, die wir wollen. Und zwar eine grüne Blüte, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber hier ist noch mehr versteckt. Und zwar geht es hier runter. Und hier haben wir eine Truhe oder einen Mimik? Wir haben eine Truhe. Seht euch die Kette an, dann seht ihr, das ist eine Truhe. Den kann man öffnen, natürlich. Und hier bekommen wir ein Schwert. Ich frage mich, ob das gut ist. Auf jeden Fall kann ich es nicht anlegen, weil ich 12 Glaube dafür brauche. Aber es ist tatsächlich relativ gut. Also ich kann es anlegen, aber ich tue es nicht. Ich lege so Truhen grundsätzlich nur an, wenn ich auch... Truhen anlegen. Ich lege so Waffen nur an, wenn ich sie auch gescheit benutzen kann. So. Jetzt gibt es hier in diesem Raum relativ viel zu holen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie mache ich das am besten. Also ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier nicht alle killen muss. Ich würde gerne schnell wieder aus dem Raum verschwinden. Die hier wachen dann nämlich auf und ich will einen anderen Weg gehen. Oh, der hat mich bemerkt. Hallo. Da läuft irgendwas. Könnte aber auch unter mir sein oder so. Das höre ich gerade nicht so gut. Oh, fuck. Also ich würde gerne... Ich würde gerne irgendwie da hinten landen und dann nochmal aus dem Raum rausrennen. Und zwar da hoch, da komme ich nämlich, würde ich nämlich her... Ja, komm. Bitte Spiel. Komm, mach keinen Scheiß jetzt. Eventuell cutte ich hier kurz, bis das Laggen vorbei ist. Okay, weiter geht's. Ich würde gerne hier runter. Und dann darüber laufen. Ohne zu viele Gegner auf einmal zu triggern. Okay, das fängt ja schon mal gut an. Aber den da hole ich mir. Okay, weg hier. Oh, fuck! Jesus! Mein Herz! Okay, okay, okay. Das hier wäre der eigentliche Weg, wenn wir da nicht runtergejumpt wären. Hier liegt auch wieder dieser... Hä? Wieso liegt hier ein Lothric? Ah, gut. Scheiße, okay, ich habe hier eh ein Item vergessen. Ist das der Lothric von da hinten? Der liegt jetzt hier. Ja gut, ich muss das Spiel jetzt neu starten, weil es schon wieder rumgesponnen hat. Oh, das Breitschwert. Oh ja, das Breitschwert ist recht gut. Und da ich, wie gesagt, hier keinen Dunkelschaden brauche, switche ich jetzt erstmal auf das Breitschwert für eine Weile. Gut, ich habe jetzt... What the fuck? Ganz ruhig da hinten, ey. What the fuck? Irgendjemand rastet da völlig aus. Okay, ich habe jetzt nur den Hund damit getötet mit der abgründigen Streitaxt. Das macht nichts. Ich muss aufpassen. Da sind eine Menge Gegner und ich habe noch einen Flakon. Also, Step by Step. Fuck you, wo kommst du denn her? Oh, ich hatte keine Ausdauer mehr zum Springen. Okay, ich wollte ihn eigentlich von hinten erdolchen, aber das hat nicht funktioniert. Egal, tot ist tot. Wir gehen weiter. Wir haben hier noch etwas Schönes. Guckt euch die Truhe an. Die Kette geht nach hinten. Also keine Sorge, falls ihr die aus Versehen... Au, au, au. Doch. Fuck you. Das war jetzt uncool. Diese Truhe hier.
hat ein Silberadler Langspitzschild und das ist ein sehr guter Schild, denn der hat 100 physische Schadensminderung. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit Schild kämpfen, weil ich kein fucking Flakon mehr habe und jetzt darf ich nicht mehr so auf Risiko gehen wie gerade eben. Der Wichser hat mich gerade ein bisschen gefickt, weil ich nicht erwartet, dass er 7-mal zuschlägt oder so. Das war nicht so cool. So, jetzt muss ich vorsichtig sein, darf mich so gut wie nicht hitten lassen. Will hier jetzt auch nicht verrecken, aber ich werde nicht den ganzen Weg zurücklatschen und den Scheiß nochmal machen. So, eins nach dem anderen. Bitte kein Gegner von hinten, nur schrecken oder so. Das wäre voll uncool. Oh, oh. Ich bin auch ganz schön schnell, wenn ich die Waffe einhändig trage. Ja. Das ist ganz nützlich, manchmal Schwert und Schild zu benutzen, statt das Schwert zweihändig zu benutzen. So, ist hier noch irgendjemand? Nein. Aber da gibt es einen Weg nach unten, wo ich jetzt garantiert nicht hingehe. Da haben wir noch einen Arsch. Der ist, glaube ich, auch vorhin runtergefallen. Das war knapp. Das war ziemlich knapp. Das war dumm von mir. Das war richtig... Okay. Irgendwo in diesem Raum gibt es noch einen Ring plus 2. Irgendwo, ich glaube ganz da hinten... In dieser Richtung, in die ich gerade schaue, hinter diesen Kisten. Ich glaube, da ist der Ring plus 2. Schaut euch einfach um, sobald ihr alles aufgeräumt habt. Irgendwo ist hier ein Ring. Den müsst ihr holen, dann ist alles gut. So, hier ist noch ein einziger Gegner und der bewacht das Item, wegen dem ich eigentlich hier bin. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Estus-Scherbe. Das heißt, ich habe jetzt 6 Flakons, sobald ich beim Schmied war. Da bringt die mir jetzt im Moment noch nichts. Alter, das war knapp. Das war knapp. Und da ist der Gefängnisschlüssel. Und jetzt gehe ich nach Hause. Alles tot. Alles tot hier. Ich glaube, hier hinter ist dann noch, wie gesagt, ein Ring. Schaut euch um. Hier ist irgendwo noch ein Ring plus 2. Den müsst ihr holen. Das ist wichtig. Wenn ihr 100% Ringe wollt. Das Längen ist jetzt gerade wieder suboptimal. Ich versuche hier schnell rauszurollen. Werde eh gleich wieder aus dem Spiel geworfen, wie vorhin schon. Aber egal, hier sind alle tot. Ich muss jetzt nur noch... Ja, ich werde rausgeworfen. Okay, okay, wieder da, alles gut. Die Gegner sind eh alle tot, also was soll's. Ich habe zwar kein Leben, aber mir passiert nichts. Ich gehe jetzt nach Hause. Keine Ahnung, warum das Spiel so Probleme hat. Vielleicht muss ich ja die Qualität irgendwie runterdrehen, was ich aber wirklich nicht will. Ich meine, das hier sollte doch gut aussehen. Es sollte aber auch nicht laggen. Ja gut, hier spawnen halt noch die Leichen rein, die jetzt erstmal umfallen müssen. Das ist auch nicht so cool, weil Ragdoll wahrscheinlich ziemlich viel Prozessleistung frisst. Jetzt gehen wir hier hoch und dann sind wir wieder hier oben. Das war jetzt logisch. Da ist übrigens auch noch ein Item. Das muss ich dann auf dem Rückweg holen. Ah nee, da muss ich nicht irgendwo runterspringen. Okay, dann hole ich es jetzt gleich. Das hätte ich auch früher machen können. Falls ihr denkt, ich habe es vergessen. Nein, habe ich nicht. Ich bin nur dumm, weil ich dachte, ich muss da runterspringen. Aber hier könnt ihr kurz hin, holt das Item, schwarze Feuerbomben, 3 Stück. Falls ihr das Vieh da oben immer noch nicht gelegt habt, könnte das euch helfen. Und dann geht ihr wieder hier hoch. Und ich, also ich für meinen Teil jedenfalls, gehe wieder hoch zurück zum Leuchtfeuer. Wenn ihr noch Flakons und Leben habt, nicht so wie ich, dann könnt ihr natürlich auch... Oh, oh, bitte töte mich nicht. Oh nein, ist es nicht der, der sich verwandelt? Shit, wieso lebt er wieder? Das ist der, der sich verwandelt, sonst würde er nicht auf mich zulaufen. Oh Gott, er verwandelt sich gerade. Oh mein Gott. Oh ne, er ist jetzt tot umgefallen. Er ist verwandelt. Wie dumm. Das gibt's ja nicht. Und ich schieb Panik. Aber das ist einfach nur das Vieh gewesen, das eigentlich tot war, aber trotzdem noch laufen konnte. Wow. Das ist ja echt interessant. Okay, hier ist alles tot. Sollte nur der Loftrick-Ritter jetzt nicht wieder hier sein. Oh, da steht er. Das ist ja toll. Okay, ich habe ihn getriggert, der Loftrick. Tschüss, sehen uns später. So, jetzt kommt wieder eine sehr wichtige Stelle, gerade für mich jetzt. Gut. Ich kann jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Ich habe 2000 Seelen. Ich könnte die nutzen, um einmal aufzusteigen.
Aber ich warte jetzt noch, weil eigentlich ist es egal. Wichtig ist nur, dass ich jetzt meine Seelen nicht verliere. Oh nee, wartet. Okay, ich habe eine Estus-Scherbe, die würde ich schon gerne mitnehmen. Sicher ist sicher. Also gehen wir kurz zurück. Eigentlich ist es jetzt egal, weil ich bin gleich wieder beim Leuchtfeuer. Also ich muss nur kurz, was ganz kurz machen und dann kann ich gleich wieder zurück. Also eigentlich ist es egal, ist jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Macht aber nichts, ich mache das kurz. Sollte recht schnell gehen. Gut. Ich werde kurz ein Geschick holen. Hallo. Ja, ja. Ein Geschick, denn ich brauche 14. May the flames guide you. Ich weiß, ich weiß. Okay, also wie gesagt, ich brauche 14 Geschick für den Bogen. Und ich hole mir kurz einen Flakon. Okay, er sagt gar nichts. Okay, ich verkaufe mal noch kurz meinen Schrott. Mein Schrott wäre dann wohl dieses Bruchschwert. Ich behalte mal den ganzen anderen Scheiß, aber den einen Schild brauche ich jetzt auch nicht mehr. Der ist richtig scheiße. Jetzt habe ich mittlerweile was Besseres. So, tschüss. Okay. Bin ganz froh über das Breitschwert im Moment, weil die Streitaxt halt wirklich nicht viel bringt oder nicht viel genug Bonus bringt. Ich meine, ich könnte es vergleichen. Ich könnte es kurz mal vergleichen bei den Meuchlern, weil die muss ich ja jetzt eh killen. Ich kann mal vergleichen, wie viel Damage jedes macht.